Jo Leute, herzlich willkommen. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind in der License Class B in iRacing und sind jetzt diesmal auf dem Sebring mit einem LMP 2K unterwegs. Um genau zu sein, mit einem Dallara P217. Ich freue mich eigentlich echt heftig, weil ich habe diese Autos vermisst. Und tatsächlich war es ein sehr, sehr langer Weg wieder zurück in die B-Lizenzklasse. Und ich wünsche euch nun viel, viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Kommentar da. Plus ein kostenloses Abo, es würde mich sehr, sehr freuen und natürlich auch motivieren, weiterzumachen. Was ein Start, Entschuldigung, ich konnte gar nicht reinstarten, es war so wild gerade. Boah, herzlich willkommen im Video. Auch ein bisschen unsere Schwierigkeiten hier, wenn im LMP2 gerade. Geben aber gerade auf jeden Fall erstmal unser Bestes. Auch jetzt eine ganz, ganz eklige Kurvenpassage. Da trägt sich ganz, ganz schnell in Richtung Wand raus. Er ist ein bisschen schneller als ich. Ich habe keinen Bock auf Insel-Punkte. Dann verlieren wir das Auto. Eigentlich verlief das Rennen bis gerade sehr, sehr gut. Immer noch zwei Insel-Punkte. Alles in Ordnung gerade. Wir müssen unser Bestes geben. Das ist unser erstes Rennen hier im LMP2. Logisch, dass das sonst nicht leicht von der Hand geht. Aber es ist echt wieder ein richtig, richtig allein gestaltetes Rennen hier. Sind natürlich auch nicht viele in der Lobby drin. Ach, krass. Wir machen sogar noch einen Platz gut. Ja. Also wirklich nach vorne ging gar nichts mehr. Da bin ich froh, dass wir die 3 Sekunden nach hinten ausgebaut haben. Last Lap. Ihr seht doch auf der Trackmap, es sind halt wirklich nicht viele da gewesen, deswegen. Aber wir sind fünf da, nice. Und das war tatsächlich das erste LMP2-Rennen hier auf diesem Kanal seit langer Zeit wieder. Ich war damals ja schon in der A-Lizenz, aber da ich iRacing ein bisschen vernachlässigt habe, bin ich da abgestiegen. Und jetzt sind wir back. Melden uns mit einem fünften Platz in der B-Lizenz zurück. Schauen gleich, was für ein iRating wir kriegen oder beziehungsweise das Safety-Rating wir kriegen. iRating bekommen wir 27 Punkte dazu.
Und dann schauen wir doch gleich mal rein, was für ein Safety Rating wir haben. Leute, wir bekommen ein 0,08er Rating dazu. Lag daran, weil wir erstens nicht so viele in der Lobby waren und zweitens der Sebring auch vom, ich sag mal, nicht so off-track-lastig eigentlich ist. Und deswegen, wenn man da ein wenig mehr Incident-Punkte kriegt, wird das Safety Rating direkt etwas weniger. Aber soll erstmal nichts heißen. Ich hoffe, euch hat das erste LMP2-Video nach langer Zeit gefallen. Lasst gerne ein Like und ein kostenloses Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut da rein. Ciao, ciao.